Keith Richards wird heute 75, mit Mitte 60 schnupfte er die Asche seines Vaters. Wenn Mick Jagger 75, die Zunge und Stimme der geilsten Rockband des Planeten ist, dann ist Keith Richards der Geist, das Gerippe und der letzte Rock'n'Roller. Keiner hatte mehr Drinks, mehr Drogen, mehr Sex, mehr Abstürze und mehr Glück. Heute feiert Überlebensidol Keith Richards seinen unglaublichen 75. Geburtstag. Sein Schwur, ich habe Alkohol aufgegeben, fast. Ich habe die Notbremse gezogen. Trinken nervt mich. Ich habe Jahrzehnte von Whisky und Wodka gelebt. Aber es war Zeit aufzuhören. Wir mit all den anderen Drogen. Natürlich gönne ich mir ab und zu ein Glas Wein oder eine Flasche Bier. Man muss ihn lieben. Sein größter Fan und Freund, Weltstar Johnny Depp, zu Bild: Er ist mein Vorbild, mein Idol und mein Freund. Ein kleines Geheimnis: Keith brachte Johnny den legendären Torkelgang von Captain Sparrow in Fluch der Karibik bei. Ich habe nur gezeigt, wie man um eine Ecke geht. Wenn du beschwipst bist, du darfst nie deinen Rücken von der Mauer trennen. Er ist ein britisches Einzelkind. Papa, Fabrikarbeiter. Er wurde bei Flugalarm geboren, als die Nazis London angriffen, übrigens wie Mick Jagger. Den sah er zum ersten Mal in der Sandkiste. Mit 13 freundeten sie sich an, im Zug. Keith war Chorjunge, Chef der Pfadfinder. Sein Opa brachte ihm Gitarre bei. Seine Mutter spielte ihm den Zaubergitarristen Django Reinhardt vor. Ich entdeckte Elvis Presley auf Radio Luxemburg. Ich verwandelte mich in einen Schulrebell und wurde rausgeschmissen. Heute ist sein kleiner Finger mit 1,5 Millionen versichert. Er stürzte von seiner Bibliotheksleiter mit einem Buch von Leonardo da Vinci. Er fiel von einer Kokospalme auf den Fidschi-Inseln, Blutgerinnsel, Metallplatte im Kopf. Er hat Häuser auf Jamaika, in den USA, in London, der Karibik und Apartments in Paris und New York. Für viele Jahre habe ich nur 2 Nächte pro Woche geschlafen, das heißt, ich habe schon 3 Leben gelebt. Als sein Vater Bert 2002 starb, mit 84, hatte er dessen Asche jahrelang am Kamin stehen. Als er sie unter einer englischen Eiche verbuddeln wollte, fiel Aschenstaub auf den Tisch. Ich konnte ihn nicht abwischen, also habe ich ihn geschnupft. Asche zu Asche, Vater zu Sohn.
als seine Mutter Doris, mit 91, starb, spielte er an ihrem Bett ihren Lieblingssong Malaguna. Er ist heute halb Milliardär, hat 4 Kinder, 1 gestorben, 35 Jahre Ehe, im Studio 54 kennengelernt, und hat keine Angst vor seinem Ende, ich denke nie an den Tod. Ich warte einfach, bis es soweit ist. Ex-US-Präsident Bill Clinton, 72, scherzte einst, den Atomkrieg überleben nur 2 Lebensformen, Kakerlaken und Kies.